ja, so manch eine Karriere beginnt nun ja eigenwillig, oder Christina? Die schauspielernde Sängerin wurde durch eine etwas andere Castingband bekannt. Pagadi, ja, ist auf jeden Fall eine coole Zeit gewesen. Es war nicht lange, also uns gab es 9 Monate, ganze 9 Monate immerhin. Apropos 9 Monate, Christina ist mittlerweile zweifache Mama und glücklich verheiratet, weshalb die Karriere derzeit hinten anstehen muss. Eigentlich verändert sich alles, um ehrlich zu sein. Also man muss ein komplettes Leben umstellen, aber man bekommt so einen Schatz zurück. Und ich habe 2 Mädels und genau das habe ich mir auch immer gewünscht. Der Jota, mein Mann, wollte immer einen Jungen. Jetzt haben wir 2 Mädels. Toll. Toll, toll. So toll, dass sie die Namen ihrer Süßen als Tattoo immer mit sich tragen will. Julie, so heißt meine Tochter, Julie Marie. Hier kommt natürlich auch noch eins hin. Wie gesagt, ich bin zweifach Mama. Kommt noch Lily June. Echt eine super Mama, diese Christina. In die Mutterrolle schlüpft sie übrigens auch im neuesten Pilcher-Film, den es morgen im TV zu sehen gibt. Eieiei, süßer die Glocken nie klingen? Oh je, ob man die Weihnachtsgesangs-Künste unserer Promis wirklich süß nennen kann? Na, wir wissen nicht so recht. Lustig, ja, das passt besser. Hollywood-Star Sofia Vergara ist auch dieses Jahr für ein Feiertagsständchen zu haben. Ah, herrlich. Auch nicht besser als in den Vorjahren. Wir erinnern. With the sore bottom nose and a red nose and twice made out of snow. Allein dafür lieben wir die 41-Jährige. Aber zurück nach Deutschland. Was hat uns denn Ex-Topmodel-Kandidatin Marie Nasemann so zu bieten? Be all I want for Christmas is you. Bravo, so kann Weihnachten ja kommen. Hat sie es wirklich getan? Lange schon tuschelt man. Mandys Gesichtszüge wirken heute irgendwie feiner als früher. Kommt die perfekte Stupsnase etwa vom Onkel Doc? Ein Experte nimmt sie für uns unter die Lupe. Könnte durchaus sein, dass an der Länge am Nasenrücken, gemessen bis zur Nasenspitze, eine Veränderung vorgenommen worden ist. Es sieht so aus, als ob die Nasenspitze, zumindest in dem Profilbild, was ich gesehen habe, verändert worden ist. Als ob die Nasenspitze rotiert wurde nach oben. Und möglicherweise der Nasenrücken verschmälert worden ist. So, so, es riecht also doch ein wenig nach einer OP. Ein offizielles Statement von Mandy gibt es dazu allerdings nicht. Huch, was ist denn da los? Mel B macht sich nackig? Das durchtrainierte Ex-Spice Girl zeigt nur zu gern, was es hat. Aber Moment mal, irgendwie kommt uns die Kulisse des Videos zu ihrer neuen Single ziemlich bekannt vor. Genau, das ist die Wisteria Lane, bekannt aus der Serie Desperate Housewives. Im Clip hat Mel B passend dazu keine Lust mehr auf ein Leben als verzweifeltes Hausfrauchen und rebelliert ordentlich. Spice up your life und so.